So, herzlich willkommen hier in Hohen Norden bei Tribes of Midgard. Mit dabei ist Enning. Laut lässt sich ein bisschen Zeit. Der legt einen großen Auftritt hin, bis er in die Party kommt da. In das Spiel. Da ist er ja, genau. Okay. Ich möchte nichts sagen, aber ich habe eindeutig den coolsten Skin von euch. Ich Servus Michi. Sagen, einfach mal die Fresse halten. Servus Michi. Was machst du da? Schaut der Hammerer etwa zu? Alex, du weißt, was deine Aufgabe ist? Ja. Der Hammerer am Anfang mal scheißen gehen. Ja. Und am Busch. Die Werwölfe nicht angreifen. Ja, die zwei sind gehypt. Ich spiele das jetzt das zweite Mal. Also mir gefällt es auch gut. Aber die zwei haben das schon mehr gesuchtet. Immer mehr. Ich habe halt nur multiple Fenrir-Kills, aber sonst. Mehr ist jetzt übertrieben. Was ist daran übertrieben, hä? So, ich muss einmal ein bisschen was zusammensammeln. Norbert, mit 3 kannst du schon mal Bäume fällen am Anfang gleich, gell? Nein, kann er nicht. Warum nicht? Nee. Weil er nackt ist. Naja, er hat doch das Standardset ausgerüstet, oder nicht? Anscheinend nicht, aber nackt. Aber er war nackt. Was für ein Standardset? Ja, halt das Schwert und Schild hast du ja wohl. Ich hab nur eine Axt. Ja. Zweige, Alter, jetzt haben wir echt Zweige. Ich glaube, ich hab noch welche, Alex. Bitte. Zweige. Ich sag dir, der war nackt, wie wir weggelaufen sind. Das ist ein feindliches Lager. Daneben. Ja, daneben. Daneben. Zwei sind jetzt drin, Alex. Hilfe. Lauf doch einfach weg. Mach ich, hä? Na dann, wo brauchst du da Hilfe, Alter? Aber ich hab geschaut, ich konnte nichts ausrüsten. Hier, Norbert, hier hast du Zweige zum Beispiel und der Feuerstein am Boden. Da, Zweig, Feuerstein. Und du konntest hundertprozentig was ausrüsten. Ich denke nur, du hast nichts genug geschaut. Okay, schau ich dann. Alter! Hier ist du nochmal Feuerstein, zum Beispiel, falls du noch brauchst. Ich werd verfolgt, Alter. Von was ist denn du wieder verfolgt? Von einem Haberer mit einer Keule. Ja, komm her zu mir. Runter, runter. Danke. Hier liegen überall noch Zweige hier unten bei mir. Da liegen noch Zweige zum Beispiel. Weiter rechts oben liegt Feuerstein. Dann hast du zumindest mal eine Spitzhacke zu machen. Alles, ich habe erste Dings gefunden. Barriere. Ah, das heißt, das hat man. Später hat man das gleich alles. Du hast hundertprozentig schon etwas, das hat Alex auch schon beim ersten Mal gehabt. Alter, schlecht, ich habe da. So ist Alex. Aber ist er nackt, oder? Ja, hast du recht. Ja. Ich sehe, wie wir uns aufzählt haben. Aber er hätte fix schon was gehabt. Hundertprozentig. Weil es gibt irgendwas für etwas, was du automatisch das erste Mal machst, glaube ich. Kriegst du dann automatisch schon dieses Standardset, dieses Rüstungsteil da. Muss ich dann schauen. Vom nächsten Game dann. Na la, wann vorbereitet oder so. Ich bin wirklich der Einzige, der hier vorbereitet im Reich des Streams. Wohin gehst denn du vorbereitet rein, oder? Den du gepanisierst? Sehr, sehr. Weiter.
Harpadugunni? Das sagt der Havarget vorbereitet in die Streams. Neisir Meira? Und? Das letzte Mal, als er vorbereitet war, war er zur Herpesuntersuchung zum Arzt gegangen. Hast du jetzt Spitzhacke und eine Axt an, Norbert? Mhm. Sehr gut, dann gehen wir raus, Bäume fällen und so weiter. Ich schaue, ob ich gleich vielleicht ein Schwert noch krieg. Ohne Material wirst du halt nichts kriegen können. Stimmt, Eisen fehlt. Na, dann gehen wir mal abbauen. Ich meine, ich habe Eisen, aber ich bin halt unterwegs, genauso wie Alex. Nö, ich hab sicher auch schon genug gemacht. Ich hab mich gerade fast selbst gekillt, oder? Hoppala. So geil bist du? Ja. Zur zweite Barriere habe ich gefunden. Ich geh mal darauf. Eisen und so ist überall. Norbert, das solltest du eigentlich nicht schwer finden. Ja, ich gehe mal den Weg entlang, gleich zum Looten. Dann. Und da sollte es mir dann über den Weg laufen. Da ist schon was. Ein bisschen außerhalb vom Weg, aber macht er nichts. Oh nein, ich bin tot. Oh nein. Du musst ja nicht nur außerhalb vom Weg, also Norbert, du musst ja nicht exakt dem Weg folgen. Ja, aber der Weg nicht. Ist ein. Der Weg ist eine Richtung, ein sag ich mal, in die du. Genau. Mhm. Kann man jetzt schon sterben. Kann man jetzt schon sterben, oder haben wir? Bitte. Ich muss, irgendwas ja, verloren. Gegen drei Schlangen. Diese großen? Ja. Geil. Und zwar so, was sind diese Kobolde? Weißt du was, ich teleportiere mich rüber zu dir. Ich komme mit dir mit. Ja, weil ich einfach. Ich bin die ganze Zeit nicht gestorben und dann sterbe ich so. Ja, ich hasse diese Kobolde, die nerven so hart. Genau. Willkommen. Kommt die Schlange hätte ich ja geschafft. Weil die kann immer gut ausweichen, aber die Kobolde, das ist... Für das kleine Kobold kommt der nächste. Ich glaube, wir können die erste Nacht doch ignorieren, wenn wir zu dritt sind, glaube ich. Können wir jetzt gleich einmal ausprobieren. Ja. Bernhard. Danke. Bitte. Nimm alles. Ich weiß, aber leicht zu begeistern. Na, zu begeistern nicht leicht. Ah, das ist eine Barriere gestört. Ja. Ja gut, da wundert es mich nicht, oder? Das ist ein 120er Gebiet. Ja, muss man machen. Ich habe auf das nicht geschaut und dann... War schon spät. Was ist das? Leder. Wo ist die andere Schlange? Natürlich sind sie jetzt nicht da, wenn man sie braucht, gell? Die ganzen Kobolde sind auch weg, oder? Jetzt werden wir gleich schauen. Was? Jetzt werden wir gleich schauen, ob wir die Nacht überleben. Alter. Was denn? Jetzt werde ich den Hauer gleich mit der Axt attackieren, Alter. Weg. Teile ich deine Kiste, Alex. Naja. Das
So, jetzt habe ich den mit meinen bloßen Fäusten leider niedergemacht. So, ich habe voll Kundschaft. Die erste Nacht überleben wir auch zu dritt. Ohne ins Dorf zu gehen. Alex, wo ist deine Barriere? Du kannst ja gleich den Loot holen. Komm. Aber aufpassen, das ist ein Riese, oder? Okay, ins Eis gehe ich nicht, dass er knockert da. Zumindest den Loot von der Barriere kannst du dir holen. Oh. Kein Loot. So, ich gehe jetzt lieber zurück, bevor ich sterbe. Weil ich habe viel zu viele Seelen, um zu sterben jetzt da. Weil jetzt sind so stark, ich habe von vier Seiten geschossen, aber. Das ist Kobold, oder? Ja, wenn man nackert ist, dann tun sie da im Arsch weh. Ich habe jetzt immer 153 Leben, oder? Aber schau, ist schon viel härter die erste Nacht. Alter! Bist du schon wieder tot? Ja! Alter, was machst du? Ich bin ins Wasser gefallen. Ich will sehen, dass da Wasser ist. Du siehst, mit der vielen Ausrüstung kannst du nicht schwimmen. Oh mein Gott, was ist das für ein hässliches Ding? Oh, der kann springen, der kann runterspringen. Hilfe! Ich bin tot, ich bin gleich tot. Ich glaube, er ist gerade ein Werwolf. Oder bin ich der Einzige, der Seelen sammelt? Ich habe 538. Wenn du tot bist, nicht mehr. Und ich finde auch keinen Teleporter da. Nein! Und ich kann nicht teleportieren. Ich kann nirgends hin teleportieren. Hast du kein R3 Radio, oder? Ah, stimmt, danke. Okay, das habe ich immer aktiv. Danke. Nein, das hast du nicht immer aktiv, aber wenn du es nicht verwendest. Ja, nein, ich dachte, am Anfang habe ich das nicht gleich. So meine ich das. Nein, das ist von Anfang an schon, nur du musst es halt. Okay, gut, danke für den Hinweis. Es ist halt auf Cooldown dann. Ja. Ja, der Werwolf, der hätte mich bis ins Dorf verfolgt. So, aber damit tun wir mal craften. Hey, viel zu craften haben wir eh nicht. Danke. Ein Schwert einmal zumindest. Wenn mein Loot ist. Hinter ihm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich zu meinem Loot komme am besten. Der weiß was, scheint er neu zu starten, oder? Puh, das wird so hart, oder? Farbe. Hey dir. Kaffee ruft dir. Meint ihr mehr? Kacker. Meint ihr Zunad? Meint ihr Zunad? Meint ihr mehr? Seskortum. Wie komme ich jetzt, wenn meine Kiste ein Stück unten liegt, zu meiner Kiste? Ja, runterspringen oder hinbauen. Und wie komme ich dann hin? Wie meinst du, wie kommst du dann hin? Ja, dann bin ich unten, aber dann fliege ich wieder ins Wasser. Dann warum du springst auf... Achso, gibt's auf diesem Vorsprung, gibt's da nichts, oder was? Ja, da ist ein Vorsprung und da liegt die Kiste und dann gibt's nichts. Und dann kannst du von diesem Vorsprung nicht mehr weg? Na, dann kann ich nur ins Wasser. Ja, dann kann's scheißen gehen, wahrscheinlich. Alter. Weil du kannst versuchen, dich mit einer Rampe hochzubauen, aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Aber die Rampe müsstest du dir halt erst craft nehmen. Müsste ich mir erst craft nehmen. Na, oh, Alter. Alles weg. Na, leer uns. Schau, aber da ist nimmst einfach nicht ernst, wenn du mitspielst. Na ja, doch, dann Norbert habe ich jetzt auch da, das haben wir ja auch. Zwei Runs habe ich jetzt gemacht, Norbert. Ohne dass Alex gestorben ist.
Und jetzt bist du dabei, auf einmal stirbt er weg, ganz zufällig. Du weißt nicht, wie das ist, Norbert. Der will einfach nicht mit dir spielen, glaube ich. Aber warum sagst du das nicht gleich, Alex? Du Gudni. Komm zum Til Hjelpe. Jawohl. Gute Ruhe habe ich bekommen. Dir. Fahr wohl. So. Jetzt mal beenden, was geht. Was ist das für ein glitzerndes Ding, was ausschaut wie ein Teleporter? Was ist der Bifrost? Das ist der Bifrost. Ah, okay. Alles vergessen wieder. Das sind wir erst letztens abgehauen, Norbert, dadurch. Ja, stimmt. Ich stirb gleich wieder. Ja, aber warum läufst du halt noch in ein Gebiet um, Alex, wo du unterlevelt bist? Ich bin in einem 40er Gebiet. Wie stirbst du dann? Warte, ich bin schon stärker als ich. Die sind einfach stärker als ich. Was hab ich verbrochen, Alter? Die zeigen mir, wer der Baba ist. Der zeigt dir, wer der Baba ist. Der Nur das hat wirklich schade. Ja, ist ja froh, dass es jetzt passiert ist und. Warum? Vor allem, du wirst jetzt noch nichts Spezielles gehabt haben, was in dieser. Ja, die ganzen Barrieren und das alles. Die Seelen, die brauchst du für Upgraden von den Leuten im Dorf, für den Seelenbaum. Die Seelen brauchst du im Prinzip für alles in dem Spiel. Genau, das ist eigentlich eine Allgemeinwährung. Alles ist dann zurück mit dem Arbeitsplatz darin. Jawohl, Dorfvertraining. Ich sammle, dass wir mal das Query zumindest dann fertig machen können. Ich weiß nicht, ob die zwei schon was investiert haben an Seelen. Ins Dorf habe ich. Ich habe den Waffenhändler und die Axt-Dude habe ich schon auf Stufe 2 hochgewertet, beide. Wo soll ich rein buttern? Wie viel hast du? Wie viele Seelen? 700. Dann machst du in den Waffendude auf Stufe 3, bitte. Dann ist der Rüstungsschmied. In den Waffendude. Ja, wo du Schwert und so hast. Genau. Ja. Ich schaue nämlich, ob ich das Query dann fertig bauen kann im nächsten Tag. Aber okay, 500 habe ich über, oder soll ich alles reinhauen? Okay. Na, ich bin eh im Dorf. Ja, aber das Dorf ist jetzt angegriffen. Ich gehe nach oben. Wenn ich diese Box habe, dann komme ich zurück. Es gibt allerdings auch einen Erfolg, dass man da 10.000 Seelen sammelt und versichern muss, aber ich glaube, das werde ich sowieso nie erreichen. Oh ja, das ist ureinig. Echt? Am Ende eines Rounds verkaufen wir alles, was wir haben. Und das kannst du dann halt machen. Vor allem, ich habe es letztens geschafft, sogar ohne verkaufen. Weil darum habe ich jetzt gespielt und hat alles gelevelt und ich habe nur mehr gesammelt. Okay, ich habe es jetzt nämlich ein bisschen zurückgehalten, aber ich merke, dass das sinnlos ist. Aber du stehst oben herum und machst nichts. Bitte?
und dann Hilfe. Aber bis du kommst, habe ich das. Nie leer stehen. Immer auf die Starter wechseln. Wenn wir zu leer stehen, ich kämpfe hier oben. Ja, bloß gewartet, bis der Gegner auf dich zukommt. Wenn der Gegner, du kannst ihn nicht immer wieder wechseln, Norbert. Du kannst ihn eine Seite verteidigen. Du bist die ganze Zeit rechts oben. Ich bin jetzt links, unten, links, unten, links, unten, du bist noch immer rechts oben. So, wenn ich den nächsten Teleporter habe, gehe ich das Ding spawnen. Achso, Dominik ist nicht da, okay. Sorry, da bin ich nicht überrissen. Gesagt, wir zwar. Ja, ja, okay, das habe ich nicht überrissen jetzt. Sorry. So, 500 Seelen habe ich noch jetzt dabei. Haus in den Baum rein. Okay. Ausgeben. Du stirbst nie und dann haben wir nichts mehr. So. Aber hast du gesehen, Alex, wir haben den Steinbruch gar nicht, also den Holzfäller haben wir gar nicht gebaut und das hat trotzdem gut funktioniert. Ja. Der Steinbruch ist, sag ich mal, ist halt wirklich ein Zeitersparnis, weil du halt durch diesen Steinbruch halt diese ganzen also Steine halt so passiv bekommst, genau. Ich mach jetzt mal die R-Rün auf Stufe 3. So, da könnt ihr euch dann einen silbernen Spitzhack und so bauen. Dann wir haben einen Stein, brauche ich viermal. Da wollte ich ehrlich nicht hin. Schmiedeeisen brauche ich, glaube. Viermal passt. Ich habe schon eine blaue Axt. So. Das waren einmal Wildschweine. Alex? Ja. Norbert, ich kann sich dann silberne Spitzhacke machen. Wow! Mach ich. Oh oh. Okay. Was könnte eng werden? Wow, gegen was verlierst du die ganze Zeit, Norbert? Werwolf. Hast du keine Rüstung? Ich habe noch keine gescheite Rüstung. Wow. Es reicht eine Stufe 1 Rüstung, wäre ich sie nicht so stark. Ne, ich hätte trotzdem ein paar Schläge und weg bin ich fast gewesen. Bitte. Ich habe gar keine Rüstung. Oh, ich bin falsch. Mach jetzt nicht mal falschen Balken schon. Auf welchen Balken hast du geschaut? Das war der Level-Balken, dem, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, sicher am Level-Balken. Oh, Steinbruch ist fertig. Alex ist da oben. Norbert ist da. Ich brauche noch einen Farmspunkt. Dann werde ich runtergehen. Richtung Jötun werde ich weiter aufdecken. Verzeiht der Fehler! Hagak Mumi!
da unten war ich schon. Ah, das Lager. Ein Lager. Ein Lager. Ihr müsstet euch aber beide schon Rüstung machen können. Also einer von euch auf jeden Fall. So, ich hab's auch schon eine Stufe 3 Schwert. Sag, welches hast du dir gemacht? Das, dieses Schlangenzunge? Nein, Hersenschwert am Anfang. Aber das ist Stufe 2, das ist doch grün, oder? Nein, das ist blau. Echt? Das ist blau, das ist blau, hab ich schon vergessen. Schau nochmal, jetzt hast du mich verwirrt. Hersenschwert 1, Hersenschwert 2, Hersenschwert 3, ja? 105 Stück. Dann bin ich los, Bruder, da ist schon vergessen. Dann ist das ganz gut, denke ich mal. Das ist ja schon ganz in Ordnung, oder? Du hast so wenig Barrieren, das ist so strange einfach. Ich weiß nicht, wie viele Brücken ich schon gemacht habe. Ah, übrigens, ich habe einen Glitch erfahren. Es gibt eine Barriere, also eine Runde, die heißt letztes Lachen. Und mit der kann man den Boss innerhalb kürzester Zeit töten, den letzten. Okay, warum? Weil das irgendwie ein Glitch gibt, du kannst, das löst deine Explosion aus, wenn du stirbst. Und das kannst du irgendwie am laufenden Band auslösen. Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht probiert. Aber ich hab's auch nicht vor, das unbedingt zu probieren. Der ist sicher in die Richtung, der Happel. Der Happel ist sicher in diese Richtung. Es wird schon wieder. Ah, die Nacht wieder. Kommt. Ja, ich gehe sie verteidigen. Also, du kannst weiter looten, wenn du willst. Okay, was? Wurde ich vertragen? Aber du musst deinen Stock bitte. Ja, ich bin schon da. So. Und der ist auch schon Level 3, oder? Okay, Klinge kann ich noch keine machen. Ah, aber mein Schwert Level 2. Ja, Level 2. Marvel. Hey, du! Willst du immer alles buffen in die Kiste noch jetzt, was du nicht brauchst? Ja, ja. Passt. Erstmal, jetzt halt noch nicht, aber jetzt lege ich es rein. Ja. Na, beim ersten Mal habe ich es reingelegt, vor der ersten Nacht. Jetzt bin ich ja gerade zurückgekommen erst. Ich weiß nicht, woher der Dings kommt, der Jürgen, aber ich schätze mal, dass wir nach dieser Nacht müssen wir den bekämpfen gehen. Jo. So, Norbert, verteidigen bitte. Jupp. Geh rechts hoch, ich mach mal links unten. David, geh rechts hoch, ich mach links unten und. Also, ich mach unten und oben. Mhm. Also, links oben. Hey.
Stark. Ich zwei. Ja, das war schon wieder. So. Oben habe ich ja Dirl gebaut. Stark. Gut, das heißt eigentlich kann man wieder looten gehen. Genau. Obwohl, wir gehen jetzt Richtung Jüton, Norbert. Okay. Alle Schlüssel dazu. Ich folge dir. Ich schau jetzt noch, ob ich. Mal alles in die Kiste reinlegen. Ich schau mal, ob ich vielleicht Rüstung upgraden kann jetzt. Vulkanier. 33 Goldhörner. Na, servus. Laser Dune. Servus. Bist du schon bei ihm, Alex? Nein. Ist er noch weiter unten? Nein, da ist er. Haben. Ah ja. Laser Dune. Oh, es ist die Dunkelheitsbitch. Laser Dune. Aber besser, sie kommt jetzt als später, weil später ist sie urstark. Laser Merse. Krass, da gibt es ja noch Ultisilber. Geil, das habe ich hier überhaupt nicht gewusst. Sie macht doch. Alex, weißt du, es gibt ja Pflanzen und so. Wenn du die in der Dunkelheit erntest, dann bekommst du ja extra Sachen. Die macht das. Die macht die Sachen dunkel, schau. Also, weißt du, sie macht halt ja Nacht, dann. Sagen, macht doch mal was. Da kommt irgendwann. Macht doch was. Das sind mal die Liebsten. Easy. Du, easy. So, jetzt kann ich dann das Gebiet erkunden gehen. Das Gebiet. Ja, es gibt ja echt keinen Händler in dem Schlammgebiet, oder? Das ist unnervig. Du meinst ein Hexer. Ein Hexer, ja. Na, Händler verwirrt mich, dass du jetzt immer was. Händler, was sagst du? Mit Händler, Hexer, das verwirrt mich, was irgendwas genau sein. Entschuldigung, Chef. Ich denk mal, du stehst neben einem Händler, oder? Bist du Depp, oder? Oder Bros, oder Bros. So, ich mach jetzt den auf Level 5. Zack. Passt, jetzt ist der Level 5. Nein, die sind eh nicht so schlecht benannt. Jetzt mal in die Winterfeste. In die Winterfeste. Norbert? Ja? Du könntest dann, wenn du irgendwann mehr Rüstung hast, könntest du die ganzen Strände und so abluten. Okay. Weil da gibt es nämlich Dinge für Tränke und auch für Schwerter und so. Wo überredete Gegner sind, meinst? Nein, die Strände. Wo die ganzen blauen Gegner sind. Genau. Das ist. Was im Wasser ja, ist. Ja. Okay. So. Jetzt sind wir im Wintergebiet, weil ich habe eine Klasse noch, mit der brauche ich keinen Trank. Wenn ich da reingehe. Das ist nice. Heute kommt die Nacht schon wieder? Nein. Weil es so Schatten vorbeiziehen. Das ist dann Blutmund, oder? Ich glaube ja. Ist die Grafik einfach gut bei dir? Was sagst du? Die Grafik ist einfach so gut bei Norbert. Gefällt dir das? Naja, weil die Nacht schon da ist. Das ist ein Riesen, da geh ich weg. Ich dachte, wenn da Schatten sind. Wenn Schatten kommen, ist meistens die Nacht bricht es an. Ja, oder Nord Voldemort kommt.
Oh, danke für den Follow. Wer auch immer da gefolgt hat. Ich, also das ist so dumm, ich höre das nicht auf den. Wenn ich auf der PlayStation spiele. So, wo bin ich denn da jetzt? Oh. Ich muss echt mal herausfinden, wo es diese Rune gibt, mit der ich die ganze Spiel, weil ich krieg die immer nur am Anfang, aber es gibt die irgendwo. Ich glaube, ich kann auch bald diesen Donner-Dingsbums machen. So. Donner was? Ja, Donnerwaffe halt. Die Donner-Axt oder was? Ja. Meinst du die Donner-Axt? Ich glaube, ich kann sie mir bald machen. Geh doch in die Dunkelheitsrichtung. 5 oder 6. Alex. Schlangen. Geh du in die Dunkelheitsrichtung. Was heißt? Na, dass du zum Beispiel die Schwerter weiter ausbaust, da gibt's ja dann die Schlangenzunge und so. Vor allem kannst du, wir haben jetzt den Dunkelheitsboss gelegt, das heißt, du könntest dir relativ zeitnah, könntest du dir eine Stufe 5er Waffe machen, mit Dunkelheit. Muss ich mir da anschauen. Weil sonst krieg ich meine Waffen nicht hoch auf, wenn ich keine Hexe finde, krieg ich sonst meine Donnerwaffe nicht hoch. Ja, dann kann ich dir die Sachen auf die Donner geben. Ja, das meine ich ja. Weil wenn du dir eine Dunkelheitswaffe bauen kannst, du müsstest dir schon eine stärkere Dunkelheitswaffe kaufen, bist du zwar schwächer gegen die ganzen Dunkelheitsmonster, aber gegen die anderen bist du halt stärker. Muss ich mal anschauen. Ja, ja, schau es dir mal an, wo du im Dorf bist. Ich suche jetzt schnell einen Teleporter und dann muss ich auch zurück. Ah, da ist nice. Nice. Ich weiß, wie viele Wölfe gibt's denn da gerade heute? Das ist ja nicht mehr normal. Oh, ich habe die Brücke gefunden, Brudis. Früher hast du übrigens deine Punkte ausgegeben, Norbert, sehe ich gerade. Ja. Was muss ich? Ja, Norbert hat das jetzt deine Klasse ausgewählt. Da ist man so. Da fehlt mir halt überall was. Was fehlt dir? Ungesunkener Talisman. Ja, da musst du in die Wassergebiete zum Beispiel. Was fehlt dir noch? Na, aber du musst kommen. Zurückkommen, ja. Ich kann nur bis 2 machen. Schlangenzunge, oder was? Ja. Ja, aber die Schlangenstufe 2 ist doch eh schon blau, glaube ich. Ne, ist blau. Ja. Aber ich kann da nicht höher machen. Warum? Achso, ja, drei habe ich nicht. Und ich glaube, mir fehlen 4000 Erfahrungspunkte auf 3. Und diese Synx-Klinge, brauche ich Hellmonster-Fingernägel und Amethyst. Amethyst weiß ich, wo ich kriege, aber. Hellmonster-Fingernägel bekommst du ja von den Gegnern da. Im Wasser. Nein, von den Gegnern hier. Ah, hier, okay. Müssten eher welche drin liegen. Frage, bevor es losgeht. Okay, es geht jetzt schon los. Es geht schon los, Norbert. Ich habe 2000 Seelen nämlich mit bei mir. Ja, du machst das dann nachher. Ja. Geh links hoch, Norbert, verteidigen. Ja, mache ich gerade. Und schau halt, dass du nicht stirbst mit den 2000 Seelen. Na gut, auf für meinen Titel. Weiter. Hast du einen Boss bei dir? Ja. Oh. Okay, ich habe einen Boss, ich bin nicht mehr durchs Tor rausgekommen. Ja, aber du hast den Boss bei dir und sagst nein. Ich finde das so lustig. Ich mach schon alles. Was glaubst du, ist das Norbert, dass du da Ding, was du da kennst? Ich bin nicht mehr gescheit zum Tor rausgekommen. Ehrlich gesagt. Ja, weil du in seinen. Weil du in seiner Fähigkeit drin im Stand bist und dich von der treffen auslassen. Zu Hunde, ja. Danke jedenfalls. Also, na, wenn du deinen Boss bei dir hast, bitte Bescheid sagen. Jawohl. Also.
Norbert hat vielleicht sein Blut noch. Norbert hat vielleicht Fingernägel, weil er sollte nicht meistens nicht verteidigt. Ich brauch Fingernägel. Und dann diese Amethyst, aber die weiß ich auch nicht. So, ich lege jetzt meinen Loot mal rein. Wie viele Fingernägel brauchst du, Alex? 12 oder 16. Wie viele haben wir drinnen? 2. Aha, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall. Vielleicht hat Norbert das Fingernägel. Alter, was ist das? Ein Loot reingelegt, Alex, eigentlich? In die Kiste? Ja. Alter. Was ist da jetzt? Disconnect ist schon. Scheiße. Kannst du wieder reinkommen, Norbert? Ich bekomme jetzt dauernd die Meldung, LAN-Kabel ist verbunden, LAN-Kabel ist disconnected, LAN-Kabel ist connected. Alex, ich suche dir den Stacheln, dann kaufe ich dir welche. Es fehlen dir eh nur diese Lindwurmstacheln, ich habe von diesen Phosphoblitzen ur viele geholt, Alex. Lindwurm? Ja, wir waren jetzt wo ganz anders. Wo? Nee, das soll Dunkelherz-Dings machen. Ja, aber falls du die nicht sammelst, so schnell diese Dunkelherz-Dinger. Ich brauche eben nur Amethyst und die Hellmonster. Und dann brauche ich noch Dökerlaf-Kugeln, keine Ahnung was das ist. Aber da habe ich das eh. Aber da fehlen mir dann welche für die letzte. Für die Goldene. Die Dökerlaf-Kugel kriegst du von diesen Hexenbeuten da in den großen Lagern und so. Okay. Die sind relativ leicht zu erfarmen eigentlich. Wenigstens verliert man da sein Loot und nichts, wenn man rausfliegt. Na, warum sollte man? So, probieren wir mal Sachen einzulegen. Vielleicht hat er, wisst ihr, Norbert hat ja sein Loot noch nicht drin, vielleicht hat er dann... Außerdem, ich hol dir gerade so welche Dökerluftkugeln wieder, Alex. Okay. Wie viele brauchst denn du? Würde ich für 10 Liter losfahren. Ah, ich dachte, wenn man im Dorf ist, heilt man automatisch. Oder ist das nur beim Angeln? Eh, aber langsam. Okay. Aber ganz langsam. Wie viele Dirkolov-Kugeln fehlen dir, Alex? Ich glaube 11. Wenn ich, also ich kann die Dreier machen, aber dann für eben die Vierer fehlen mir dann, also die legendären fehlen mir dann wieder welche halt. Okay, ja, das kriegen wir schon hin. So, ich habe 2000 Seelen zur Verfügung. Ja, ausgehen. Ja, nein, geht zur Brücke, Norbert. Okay. Zur Brücke? Ja, was steht, die ist rechts unten beim Schneegebiet. Du hast jetzt auch 2 Dökerluft bekommen. Und ungesunkene Tadelsmale braucht jetzt doch nicht Alex, oder wie? Nein, das ist dann die andere dunkle Variante. So. Aber da habe ich eben die Stufe 2 nicht, da bringt das irgendwie nichts, wenn ich das dann. Stufe 3, ja. Bringt das irgendwie nichts, wenn ich das dann. Und gib die Seelen in die Brücke ran, Norbert. Mhm. Ah, hat eigentlich irgendjemand von euch vorhin den Hirsch geholt? Ich. Stark, Alex. Wie viele Fragmente hast du bekommen? Weißt du das? Also das weiß ich nicht mehr. Das kannst du nachschauen. Okay, warte dann ganz kurz. Material nehmen. Ist die Brücke dort beim Eis? Wo steht 40. 17 Minuten? 40, okay. Das heißt, wir müssen das andere Event auch noch machen. Die Brücke ist so wie ein Tempel, schaut das aus auf der Karte. Ein grauer Tempel. Ist immer so einem Schneegebiet rüber. Das ist, das, Moment. Da ganz rechts ist das Norbert auf der Karte. Siehst du es? Da ist auch direkt ein Teleport daneben. Ah, seh schon, okay. Okay, nicht, dass also was blinkt, sondern ein bisschen weiter rechts noch. Passt. Und da musstest du 2510 reinopfern, Opfer halt die du hast, dass nachher billiger wird. Jupp. Ich könnte dort noch schauen, ob ich irgendwas looten kann, dass ich die 2500 zusammenkrieg. Brauchst du nicht, wir können sich hier dorthin teleportieren, das ist alles ganz automatisch. Mal. Hau die Seelen rein und geh die Welt weiter erkunden. Und nebenbei halt looten. Ja. Ich hol dir mal den Amethyst, Alex. Nicht nur für deine Waffe, sondern halt auch, dass wir... Ein bisschen was habe ich jetzt gleich schon, aber nur einmal. Sonst habe ich schon als Antwort. Ich hol halt noch mehr Amethyst und so. Und halt dieses Aquamarin.
dass wir halt auch nach uns die besseren Spitzhacken bauen können. Oh. Was los? Ah, sind du lang fettern. Ausgeht. Also die Klasse war echt geil, wo man sich selber geheilt hat immer wieder, das merke ich jetzt gerade. Welche Klasse, wo man sich immer geheilt hat? Welche hast du da gehabt? Er meint den Krieger, aus dem er sich selbst wiederbeleben konnte, wenn er... Wiederbeleben, okay. Achso, wiederbeleben, okay. Keine Klasse kann sich so viel heilen. Von dauernd, glaube ich. Aber wenn ich den Hexer finde, Alex, dann kannst du dir trotzdem zumindest die Dings machen. Ich gehe jetzt an uns zurück und schau, was ich jetzt machen kann. Und mal dann. Ich gehe jetzt nur oder, den Strand ab. Oder du sagst, oder du findest eine Frostwaffe, die dir gefällt. Nein, jetzt bleib bei den Dunkelzings. Nein, ich meinte nur fürs nächste Mal dann. Und dann kann man zum Beispiel, dass eine Frostwaffe schneller geht als die Dunkelzwaffe oder so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Jetzt gehe ich da mal hin, da bin ich jetzt neugierig, was das ist. Alter. Wow! Oh shit. Nächstes Mal sollte sich noch wieder die Klasse nehmen, die ihn wiederbelebt. Jupp. Kurz dann hast du die 2010 vorhin ausgegeben. Mhm. Hab ich mir auch gerade gedacht. Aber warum bist du jetzt gestorben? Ich bin dorthin gegangen, wo es so blinkt. Zum Event ist er hier. Ach so, da kommen urviele. Ja. Ja, das hätte ich dir sagen sollen, dass du das vielleicht noch nicht alleine machen sollst. Okay, nein, ich wusste nicht, was das ist. Ich bin einfach hingegangen. Alex? So blinkende Dinge sind immer Events, ja. Schaffst du das, Dorf zu verteidigen mit Norbert? Dann geh ich das Event machen. Wenn ich einen Teleporter habe. Okay, dann hole ich mir meinen Loot nachher. Nein, du kannst den Loot eh holen, das sollte Alex eigentlich schaffen. Mit der Mauer. Ich muss als erstes so einen Teleporter. Notfalls musst du halt R3 verwenden. Ich hab schon R3 vorhin. Achso. Das kann ich aufgenommen ganz. Aber ich bin am Weg hin, also. So, ich mach ganz schnell. Ja. Und nochmal über die Brücke gehen. Ah, und okay, R3 wäre auch schon fertig, aber gut, jetzt war schon da. Achso, wir haben ja gar keine Monster dieser Nacht, scheinbar. Vergessen hätten wir Blutmond. Stimmt. Kein Stress. Los. Ja, das war auch von mir los jetzt aber. Norbert, ich komm zu dir, warte kurz. Okay. Sorry, Alex. Na, mach nichts. Ich bin ja sowieso jetzt wegen diesem Dunkelheit des Boss. Gleich mal da. So. Na, ja, diese. Jetzt fehlt mir wirklich nur mit dieser Hellmonster-Fingernägel. Wo sind die? Also, wie viele brauchst du davon? Jetzt brauche ich einmal für Stufe 2. Noch 2. Dann für Stufe 3 wieder 10. Und dann brauche ich für Stufe 4 nochmal 3 Dödlaufkugeln. Ja, nochmal 3 Dödlaufkugeln. Die Dödlaufkugeln, die sind kein Problem. Nur das sind diese Hellmonster-Fingernägel nerven halt. Die nerven wirklich. Weil die kriegst du so halt nur, töten? Wenn die Hellmonster angreifen. Aber obwohl willst du viel töten? Ja, scheinbar nicht genug. Ich weiß nicht, woran krieg. Ich höre trotzdem was, Norbert, das nehmen wir jetzt mit. Ja. Diese Event-Fragmente. Stark. Jetzt fehlt da nur noch die Quests. So, ich gehe jetzt nicht weiter, weil ich bin für Eis nicht geeignet. Also. Ich weiß schon. Er ist für Eis nicht geeignet, der Eismeister. Sagt er. Doch, er sieht da einfach so aus.
Mann. So. Ja, ich habe mal einen weiteren Tag überlebt. Was war denn der erste Jüton eigentlich? Ah ja, dunkler Jüton, stimmt. Dunkel. Vier gibt's, oder? Genau, Dunkelheit, Blitz, also Licht, Feuer. Feuer und Eis. Quasi die vier Elemente. Ja, weil dunkel und hell ist ja nicht wirklich ein Element, oder? Ja, stimmt, stimmt. So, ich hör's mal. Ich jetzt mal die ganzen Sachen da rein in diese Brücke, was ich da noch habe. Na, das machst du eigentlich die ganze Zeit. So, das Sinn habe ich da rein. Ich will das fertig machen. Bitte? Ich gesagt, du hättest, wie gesagt, du hättest die Brücke nicht jetzt unbedingt fertig machen müssen. Gut, fertig machen kann ich sie nicht. Fehlt mir noch. Gut, aber dann ist ja besser, dass du was anderes erkundest, aber. Weil jetzt hast du halt sicher 10, 15 Minuten bei der Brücke verschwendet, was? Das sind halt so wichtige Dinge, die du dann halt in diesem Modus brauchst, um... Hat 10, 15 also um Minuten nicht, ich, nachdem ich gefightet habe mit dir, bin ich dorthin zurück und jetzt gehe ich wieder. Nee, aber du warst ja vor dem Fight schon dort. Ja, aber nur wegen den Seelen. Genau, aber du bist ja dann wieder hin. Und da wolltest du unbedingt jetzt die 500... Die Seelen voll machen, oder nicht, Norbert? Hm? Oh shit, genau. Jetzt habe ich kein aber Werkzeug. Aber da hättest du investiert, weil woanders hingehen können. Weil wir müssen ja eh irgendwann die Seelen voll machen. Irgendwann muss man eh zu der Brücke, dass wir rüberkommen. Genau. Und jetzt hast du wahrscheinlich keine Seelen, um dein Werkzeug zu reparieren, wenn du blöd herkommst. 400 habe ich. Aber warte mal. Okay, das geht sich aus. Alter, wie repariere ich da? Dort, wo du alles reparierst, Norbert. Im Dorf, da wo eine Kiste steht und... Ach so, okay, ich dachte, ich kann das unterwegs machen. Warum solltest du es unterwegs können? Hätte sein können. Na, aber warum? Wenn du die Schwerter und so nicht unterwegs reparieren kannst, warum solltest du die Axt unterwegs reparieren können? Ja, weil ich mir gedacht habe, vielleicht geht das. Aber es geht halt nicht. Gut, aber mit der Axt durch hier nur Bäume fällen. Du brauchst du trotzdem. Und hier sind sie noch irgendwo? Was soll ich? Aber es ist echt ein cooler Grafikstil, muss ich sagen. So gezeichnet irgendwie. Hm. Oder warum sind da gleich zwei eigentlich oben? Was denn? Riesen bei mir. Und natürlich gleich beide Urfettschaden machen. Damit tut etwas was. Oh, das ist eine Zauberin. Ja, die bitte töten. Meinst du natürlich, mach weiß nicht sterben. Oh. Fremdschutz vor Fremdschutz. Okay, ich glaube, ich bin mich mal ins Dorf. Aber jetzt. Sorry. Nur noch, dass du jetzt anschließen kannst, auf welchem Grad du momentan bist und auf welchem wir sind. Also so Hexerinnen sind absolut kein Problem mehr. Okay. Nein, nur dass du warst, weißt du, wo du stehst, das würde. Hallo. Albul. Also der Marcel müsste da jetzt eigentlich ein Schatz drin sein, größer als die Black Pearl. Gegen was ich da jetzt gerade habe kämpfen müssen.
rechtzeitige Hellmonster. Sind das die, die genau, angreifen? Das ist die unleichte Quest, weil das machst du einfach, wenn er nachkommt oder so und fertig. Naja, passt. Das ist meine Quest. Stark. Das ist die leichteste Quest, finde ich. Oder nein, es ist nicht die leichteste. Es gibt so viele. Die Quests sind generell Ulapalien-mäßig. Aber es ist eine super Quest, weil das nebenbei geht. Genau. Aber das heißt, du musst das Dorf halt verteidigen. Du musst die. Ja. Du musst die letzten Schläge auf diese Hellmonster machen. Mach das so. Wir haben eh noch 2-3 Nächte vor uns. Ja, wir haben noch viel Zeit. Also wir sind gut dran. Top, ja, in der Zeit. Die Brücke ist eigentlich so gut. Ein Lindwurmstachel. Genau, die braucht der Alex dann. Oder du je nachdem. Nein, ich nicht, ich mache dieses Dunkel. Ja, gut, dann braucht sie Neubert. Diese Lindwurmstacheln kriegst du von Schlangen im Sumpfbiom. Und Sumpfbiom ist das hellgrüne, das ganz, ganz hellgrüne Biom. Ich glaube, Norbert hat welche, oder? Norbert. Ja. Mir fehlt nur einer. Oder ist das Inventar, oder wird das Inventar mitgerechnet? Ja, alles wird mitgerechnet. Also, wenn Kiste und Inventar. Ah, okay, aber gut, zum Beispiel, du solltest halt auch anfangen, Norbert, irgendwann deine Waffen selber zu sammeln. Weil im Prinzip alles, was du jetzt craftest, sammeln halt wir zum Beispiel. Lindo, das ist das, was ich jetzt in dieser Runde das erste Mal mache, um diese Fragen mit der Dunkelheit und so. Weil jetzt selber das auch noch. Alex dann, weil mir ist das halt eben anstrengend gewesen, jetzt im bösen, nicht im bösen Sinne, dass ich Alex für Alex halt die Sachen craften musste. Also, dass ich sie halt für ihn sammeln musste. Deswegen habe ich gesagt, er soll sich halt anfangen, seine Waffen selber zu sammeln. Was er halt will. Zum Beispiel, er weiß jetzt, Ahnung, er braucht das, dann muss er das in den Gebiet farmen gehen. Mhm. So, wie, ich habe jetzt deine Lindwurmstacheln, also du kannst dir gleich eine Waffe machen, wenn ich im Dorf bin. Nein, ich tu mir schon holen. Ich das ist die hellgrünen. Ich hab sie schon. Du brauchst sie nicht holen, wenn ich sie habe. Aber fürs nächste Mal meine ich, wenn du jetzt Beispiel dir eine Waffe craften möchtest. Dass du gleich von Anfang an drauf schaust, dass du auf das gehst. Genau. Ja. Das heißt zum Beispiel, du brauchst jetzt Lindwurmstacheln, das heißt, du gehst jetzt ins Sumpfgebiet und kämpfst dort so lange, bis du Schlangen hast oder so. Ja. Ich teleportiere mich mal mit R3 ins Dorf zurück, weil. Da geht es gefühlsmäßig nicht weiter. So, ich lege jetzt alles in die Kiste ran, was ich nicht brauche. Und dann Dorf verteidigen. Komm mal schon. So, Norbert, deine Lindwurmstacheln sind in der Kiste. Zumindest für die blaue Axt sollte es ausgehen. Für die grüne, also für die lilane, glaube ich noch nicht. In diesem Saga-Modus, da geht ja dann auch unendlich, wenn du einen Boss gelegt hast, oder hört er nach irgendeinem Tag auf? Er hört nicht auf, aber halt nach Tag, also am Tag 15 kommt dann halt unendlich die Welle, das heißt... Tut dieser Boss dann auch respawnen irgendwann? Nein. Die Lilane ist es ja ausgegangen. Echt? Die Lilane ist es auch ausgegangen? Stark. Mhm. Ich geh rechts auf. Verteidigen jetzt bitte. Ja, ja. Ja, geh schon, ich sehe dich immer noch stehen. Norbert, lass mal ein Monster bitte. Nein, brauchst du nicht. Komm schon raus. Und du bist mal zugeschnuppt, dann komm ich an. So, ich hab Fingernägel, ich bin Helmuster Fingernägel wieder. Ich hab halt noch 5, glaube ich. Ich hab einen Fahrkampf bekommen. Ich verstehe das nicht. Also das. Also, ich hab einen Helmuster Ring bekommen. Aber den Monster brauchst du ja nicht. Nein, aber ich meine noch. An dem Balancing müssen sie noch ein bisschen arbeiten, meiner Meinung nach. Ich hab einen und einen Ring bekommen bis jetzt bei mir oben. Okay, für die. Für 3 Fingernägel brauchst du für diese Klinge da. Aber du brauchst insgesamt halt mehr, das weiß ich schon. Ja, die erste habe ich ja schon. Ich brauche jetzt für die zweite und dann für die dritte. Du hast den Rest hat... gemacht, oder? Ja, ja, und den Rest habe ich alles. Absolut kein Problem mit dem Rest. Wir haben mir schon Sachen gefahren. Nur die Fingernägel fehlen halt. Nur die Fingernägel? Ah, jetzt habe ich wieder 2 bekommen. Das Problem ist halt auch, dass die dürfen die Gegner nicht unterm Tor bekämpfen, weil oft die landen diese Teile dann auf dem Tor. Ja, das war's. Was ein cool dumm ist, also das ist auch etwas, was wir noch beheben müssen. Ich leg dir das rein, Alex, dann kannst du dir. Ich glaub, ich so, dann Fingernägel. Jetzt war. Okay, jetzt für mir 9 Fingernägel. Okay, das heißt, in 1-2 Nächten sollte es eigentlich drin sein.
wenn Norbert vielleicht hat, Norbert auch noch welche bekommen. Wäre cool. So. Norbert hat okay. Lila. Nacht ist vorbei. So. Ich lege mal alles, was ich jetzt habe, ins Inventar. Norbert genau, 8 fehlen. Und dann habe ich's. So, ich gehe jetzt mal die Brücke fertig bauen. Ja. Dann mache ich meine Quest. Hast du Fingernägel noch? Ich schau grad. Wahrscheinlich hier nicht 8. Schaut nicht so aus. Schau mal. Oh ja, 2. Er sagt, oh ja, 2. Jetzt hast du gemeint, ich hab keine. Jetzt hab schon rübergekriegt. Dann fehlen noch 6, das heißt nächste Nacht dann. Oh mein Gott. Aber ich hab's. Meine Waffe ist dann mit Duft dran. So, passt. Da müssten wir jetzt eh schon langsam in den Jagen gehen wieder. Ja. Ich glaube, es müsste schon zu weit sein wieder. Wahrscheinlich, ich ja. Ich baue die Brücke fertig. Ich bin so ein Losty. Ich wollte das jetzt nicht so unter die Nase reiben, aber... So... Alex, du kannst die Leben eine Spitzhacke machen, gell? Hilo! Oh, Alter! Dein Ernst? Hast du schon? Easy, ich schon vorher Norbert? Stimme. Norbert? Ja? Leben eine Spitzhacke hast du schon gemacht? Nein. Dann mach mal, weil du lootest mehr Sachen, wenn du bessere Spitzhacken und bessere Axt hast. Okay. Hatta du Buge. So, Brücke ist fertig, ich suche mal das Portal. Bad Abom. Ich muss ehrlich sagen, das ist aber das angenehmste an meiner Klasse. Achso, ich wollte eigentlich den Jötun mit euch machen. Schaust du mal, wo der Jötun ist, alle? Ja, da ist jetzt mein Way hin. Danke dir, Bro. Kann euch gleich sagen, wie weit er weg ist? Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber ich gehe trotzdem schon aussuchen. Wo kommt denn meine Lampe? Ah, da unten Feuer. Es ist der Feuer, geil. Auch wenn er mir nichts bringt. Weil ich jetzt keinen Feuerdings gemacht habe. Ich komm gleich oben, Alex. Jo. Ich geh noch zu den Teller. Das heißt, du fightest schon. Ich? Ja. Aber sicher. I'm coming. I'm coming home. Boah. Ah, das haben wir dann. Sorry, bin von so einem Drachen aufgehalten worden. Drachen.
helfen euch, ich steppe der Portal nicht, oder? Bist du wahnsinnig? Aber verstehst, der hat mit Schwert auf die andere Seite eigentlich gehaut. Ich bin hinter ihm gestanden eigentlich. Ja, aber der Kreis, das macht einen Kreis, die Bewegung. Siehst du ihn? So, jetzt schau, jetzt ist ein Fallkreis und in dem ist die Attacke. Okay, weil ich dachte, weil er das Schwert nach vorne setzt, dass ich hinten safe bin. Siehst du, so wie jetzt hat er das gemacht, bei der Drache? Ja. Lass mich in Ruhe. Aber wieder ein Gras, so wie jetzt. Wieder ein Gras rundum. Oh, Alter. Du lass dich halt jedes Mal treffen. Das ist unglaublich. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich gehe das Dorf schon verteidigen, Alex. Markier mir halt nur, wo der Jöt und dann sein Looter, wenn du ihn getötet hast. Ja, soll der Norbert helfen schon? Nein, ich glaube, das geht nicht. Wenn ich dich mit Bock halte. Ich glaube, du setzt doch keine Attacken ein, Norbert. Ich sehe dich keine einzige Attacke, die da ist. Oh ja. Die drei und zwei Attacken, Norbert. Oh ja, habe ich hier die Attacken auch. Ja, aber du hast sie nicht verwendet bis jetzt. Die eine schon. Ja, zum Beispiel das eine, wo du heilst. Die hast du jetzt noch einmal verwendet. Noch so einen Stachel draußen, rechts ist noch ein Drache, Norbert. Ich hab auch keine mehr, ich hab auch keine mehr. Ja, pass auf. Er ist gefällt. Er ist gefällt. Genau neben dem Portal hier. Was, danke. Das heißt, wir lassen den Dominik looten. Der Loot ist für jeden. Ach so. Okay, das heißt, ich nehme niemanden was weg. Ja. Gut. Grundsätzlich gibt es kein Wegnehmen von Loot. Also halt bei Monstern. Das ist alles gemeinsam. Nur bei kleinen Monstern nicht. Drum muss man sich eben abreden, wer welche Waffen macht. Als Beispiel. Weil sonst loote ich halt die ganze Zeit, die Yps und Lila und so weiter, und ich kämpfe immer noch mit Grün, obwohl ich die ganze Zeit die Waffen loote. Mhm. Also halt mit den... Ich mache jetzt nicht wieder einen Bogen. Hast du schon Fingernägel gekriegt? Ich glaube nicht. Du? Okay, passt. Ich lasse die Monster nämlich immer reinkommen, damit ich sie... Weißt du, ich lasse die Monster immer rein, damit sie... Ja. Oh, hier Fingernägel. Zwei Stück. Das heißt, du müsstest jetzt passen können. Alex. Wo sind wir? So, ich hole die Sachen rein. Die können sie schon offen zu verteidigen. Ja. So, der Waffe, Alex, oder?
Ein Golden. Stimmt, Entschuldigung, meinte ich eigentlich nicht. Jetzt gibt es sogar eine Trophäe dafür. Echt? Pfeile, die ihr nicht benötigt, könnt ihr sie mir in die Dings haben, bitte? Nein, eine fehlt noch. Aber hast du auch noch welche? Ich hab gerade eine reingehaut. Ja, aber mir fehlt noch eine. Alter, das ist bitter. Fingernägel, Hellmonster. Hast du? Ja, einen. Perfekt, danke. Jungs, ich muss genau 4! Könnt ihr mir alle Pfeile in die Kiste legen, die ihr nicht braucht? Jo. Danke. Weil dann spiele ich auch ein bisschen Bogen jetzt. Oh, ich weiß, hier habt sicher welche. Man hat immer welche. Man findet automatisch welche. Ah. Automatically. Ich würde mir heute auch eine bessere Rüstung machen, weil du spielst noch mit so einer ganz, ganz low Rüstung. Dann hast du wahrscheinlich auch nichts ausgehalten. Ich spiele mit gar keiner Rüstung. Ich bin vor einem dummen Arsen Norbert. Ich weiß. Du Kasperl, Alter. So, ich geh jetzt mal schauen in die Wüste. Wir müssen die Höhle noch finden. Ich hab die Höhle bis jetzt noch nicht gefunden. Okay, dann komm ich auch gleich, Wüste. Alex, du gehst nach oben, ich geh nach unten in die Wüste. Okay. Achso, und eure Fragmente legt's bitte mal in die zum hab Portal. Ich. Gibt's mal eure. Ins Portal, also zum Portal, ich hab's in der Kiste, sorry. Ja, dann nehme ich sie, dann passt schon, dann nehme ich's mit. Das geht schon, Norbert, kein Problem. Ich geh nach oben. Okay. Genau, du oben gehst nach oben, ich geh nach unten. Norbert, kannst du noch eine Quest machen eventuell? Ja. Geht sich sonst nicht aus, oder? Wie viele hast du? Wie viele Quests fragmentiert? 32. Oh, das müsste ich ausgehen. Schau mal nach. Also soll ich zuerst zum Portal gehen? Ja, schau kurz, das dauert ja nicht lang. Naja, und das. Übrigens, diese Nacht ist wieder Blutmond. Ich war's. Also ich geh's mal runter, ich hätte nämlich gern die Höhle gefunden. Dass wir dann im. Ja, passt. Nur Unterschlupffragment. Passt. Wie viele Dings hast du alles? Seelen? Noch? Achso, Seelen. 2,8. 2,8 passt. Okay, im Notfall können wir uns die kaufen. Haben wir ein Hexer im Wasser? Ah, Unterschlupffragmente kann man auch kaufen. Man kann alles kaufen. Du musst nur die richtigen Hexer finden. Krass. Das Spiel, ich hatte einige Runs, wo ich mir die Fragmente einfach gekauft habe. Ah, okay. Aber ist mir dann zu mühsam geworden. Mit dem Kaufen. So, jetzt hast du eine lilane Waffe, Alex, gell? Oder eine goldene? Eine goldene. Ja, passt. Oder? Achso, du bist das. Das heißt, ich werde primär die nächste dann verteidigen spielen. Obwohl, mit der goldenen machst du wahrscheinlich hier trotzdem genug Schaden. Zum Beispiel, aber dort, wo du hingehst, macht absolut keinen Sinn. Okay. Was willst du dort erkunden? Es gibt dort keinen Weg, Norbert, und es ist schon erkundet, wo du gerade hingehst. Wir los, die ist gerade schon wieder nicht aufgefallen. Was denn? Dass ich keine Heiltränke mit habe.
der Höhle ist aber durch. Das heißt, nach diesem Blutmond können wir dann direkt den... Wenn ich den jetzt finde, direkt den Unschlumpf machen. Was denn? Nichts. Was sagt? Nein. Nein, so kuschelt er. Der Bluder nervt mich einfach. Ich hab Bluder. Okay, das müssen wir bald ins... ins Dorf, Dörfle. So, ich hab Unschlupf gefunden, Alex. Stark. Das Dorf verteidigen und dann Abmarsch. Genau. Weil dann haben wir eh eine Nachtruhe, dann können wir das eigentlich voll durchziehen. Genau. That's my plan. Ich geh rechts rauf. Ich hab vergessen, die Loot zu holen von Goethe und ich trottel. Aber wahrscheinlich ist er schon weg. Aber ich hab den markiert. Ja, ja, ich weiß, das war auch mein Fehler. Ja. Er ist schon weg. Sorry. Scheiße, da war meine Schuld. Passt schon. Das heißt, wir gehen über die Brücke nachher. Nein. Nein, Unterschlupf müssen wir zuerst machen. So wie das letzte Mal. Dann wird die Unterschlupffragmente, um das Portal fertig zu machen. Ah, okay. Und dann? Ich folge dann einfach. So, ich hätte dann, ich gehe heilen zu der Tussi. Ich nehme an, die Seelen soll ich jetzt nirgendwo noch reinbuttern. Mehr. Haus im Baum. Ja, okay. Haus im Baum. Ja, Norbert hat das Glück, der spielt mit Profis. Alex, wir schauen bitte, dass der Norbert, wenn wir so weit kommen, was wir sicher tun, dass er den letzten Schlag auf Fenrir macht, bitte. Mhm. Kannst du deinen Mauerdoppel aufwerten, Alex, eigentlich? Dann hat jeder eine Stufe 2 Mauer. Oh, eine Norbert meine ich. Dann hat jeder eine Stufe 2 Mauer. Okay. Aber Tor zumachen, bevor du das machst, weil sonst haben wir die Monster durch. Ist ein Plan. Ist ein Plan. Jetzt fäst sich wahrscheinlich Fingernägel ohne Ende. So muss ich mal vor. Alex, hier oben ist ein Boss. Alter. Was ist denn? Hast du Hilfe? Alter, es ist eindeutig noch falsche Dings. Norbert, brauchst du Hilfe? Dann. Brauchst du Hilfe, Alex? Okay, ja. Ja, Alter. Ich war weg, aber ich bin nicht reingekommen. Ich war ein One-Shot. Ich mochte schon. Aber das ist halt, ich mach kein Damage mit dem Schwert. Das hab ich jetzt nicht geschätzt auch. Ich konnte das, genau, das jetzt halt... nicht. Ja, hast du gesagt, was? Ich konnte das Dorf nicht verteidigen, Norbert, du hast eine Stufe 2 Tor gehabt. Oder? Ja, aber trotzdem, Was? Du stehst innen wahrscheinlich, Norbert, du sollst das Tor aufmachen und vor dem Tor kämpfen. Du hast eine innen eine Axt. Eine du hast auch eine Axt, das heißt. Und jetzt mach die Tür hinter dir zu, dann bleibt trotzdem stehen. Ich dachte schon, das Tor ist kaputt, ich denke, wir können es doch kaputt werden. Mit bei der Wand. Also machen wir es nach ihm. Ja, mach ich. So, Waffenschäfer drin gehen. Tor zu, Waffenschäfer drin gehen. Und let's go! Aber ich muss echt sagen, dein Ding ist zu los, Alex. Schwappt. Ja.
Ja, vielleicht mach das. Ja, ich war nur so froh, hab mein besseres Schild gemacht und fertig. So, jetzt hol ich mir noch die Level 1 Ertränke. Und dann, ich geh schon mal vor. Das ist ganz unten. Ich glaube, wir sind eigentlich gut in der Zeit, Alex. So gut. So wie vorhin in der Runde waren wir ungefähr. Genau. Nur dass wir jetzt halt eigentlich für 3 kämpfen. Also dass die jetzt. Nein, ich meinte aber jetzt sind halt die Gegner stärker. Fuck, diese Scheiß. Er hat den Jötun dreimal geleckt. Achso, nein, der Jötun hat ihn dreimal geleckt. Sorry. Ich geh runter, Alex, du machst das Tor mal kaputt. Was hast du gefunden, Alex? Schatz, Level 3. Passt, ich komm hoch mal. Sonst geht's nicht mehr weiter. Ja, dann ist nur Schatz und dann ist hier runter, wo ich gegangen bin, ist weiter. Da habe ich jetzt alles gekleert. Heute Glück. Oh, da draußen ist ein Riese, ich geh in den Dungeon rein. Oder den mache ich fertig jetzt, Alter. Wetten werden angenommen. Ich setze hier noch auf den Riesen. Servus, Hammerer! Wow, das ist aber uncool! Wow! Oh, hübsches Ding! Schwing dein Ding! Ding! Alex, wo bist du gegangen? Links oder rechts oder unten? Ah, du kämpfst unten. Oh, ich dachte, du bist ein bisschen weiter. Nein, ich bin gerade so weit. Du schau, was du hier für Schadenszahlen gegen Thema. Ja. Not. Du machst viel Schaden gegen Thema, zum Beispiel mit deiner Waffe. Hier runter. Wo runter? Links, unten, rechts? Okay. Nein, runter. Genau runter. Gerade runter. So. Anscheinend ist das eh der einzige Weg. Ja, das ist der einzige Weg sein. Job, Haber! Okay, scheiße, ich hab 10 Euro verloren. Alex, ich geh hier rauf. Ich geh runter. So, mal schauen, ob ich euch jetzt finde. Hier im Dungeon. Wahrscheinlich bist du da, bis sind wir schon fertig. Wahrscheinlich. Ich hab den Hebel bei mir. Ja, mach auf. Ich geh dann ins nächste links gleich runter. Ich bin nämlich. Das ist links oben, Alex. Oder links unten, oben? Links Mitte. Also ich bin sicher, wo ich gegangen bin, ist das angegangen. Ich geh jetzt mal da weiterkämpfen. Ich muss dann aber nachher kurz nochmal zurück Heiltränken zu holen. Ja, bist du brauchst dann eh keinen Troll drin, der Dungeon ist dann eh schon geklärt, bis du da bist. Na gut, dann geh ich wieder raus. Na warum? Du kannst ja die Sachen trotzdem dir abholen. Aber du brauchst keine Angst haben, dass du da drin Heiltränke brauchst. Die Gegner sind dann alle tot, bis du da bist. Weil wir haben einen Zeitstress, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Boah, das sind gleich 2 gegen mich. Alex, das ist ja leider unter deinem. Das sind sogar 3, fuck, oder? Hui, weil du nochmal kommst. Nee. Machen wir nicht so. Bitte nicht. Einer ist tot. Ich kümmere mich um den anderen. Zweiter ist tot. Das ist tot. Fast stark. Aber irgendwo sind noch Gegner. Ja, dann sind sie wahrscheinlich oben, oder? Ja, oder hinter uns.
Kommt man immer nur Ebenen an, man muss die Ebene klären, oder? In dieser Ebene muss man sie klären, genau. Ah, da ist noch ein Gegner, das sind noch zwei. Jetzt sag ich jetzt gerade BBD. Oder oh, noch nicht. Oh ja. In der letzten Ebene musst du nur klären. Ja, was? Warst. Schauen wir gleich mit R3 zurück. Ja, mach ich auch. Hübsches Ding, du bist ein Schlingelingeling. Dann reparieren und dann gleich Dings. Jo. Norbert? Ja? Hast du schon mal den Fenrir gesehen, ja, oder? Nein. Okay, dann Norbert, komm mit R3 ins Dorf, bitte. Jawohl. Weil bis du den Loot hast, ist wahrscheinlich die Boss gekillt. Alter, wieso kann ich das jetzt nicht... Alter, ich kann nichts zurück. Er hat es anscheinend auch schon gemacht. Du verwendest es zu oft, glaube ich. Ist aber schon eine halbe Stunde her, glaube ich. Das dauert ja, bis es wieder auffüllt. Aber keine halbe Stunde, Alex. Ja, das nicht. Aber dann hast du sie wieder zwischen auch schon verwendet. Alter, da ist ein Gegner. Nice, eine Schatztruhe. Norbert, versuchst du schnell rauszukommen, bitte? Wir gehen dabei vor. Ja, das Problem ist, ich muss erst rausfinden einmal. Du gehst einfach den schnellsten Weg runter. Ansonsten, wir lassen dir halt einfach eine HP rüber übrig. Jetzt möchte ich mal schauen, wie OP dieser Bogen ist, Alex. Das heißt, ich muss den Dungeon jetzt abschließen oder soll ich wieder zurück rauf? Der ist schon abgeschlossen. Du brauchst nur die Ebenen runtergehen und dann kommst du, gibt's irgendwann die letzte Ebene, kannst du direkt rausgehen. Da gibt's eine Kiste, kannst du auch den Loot holen, wenn du willst, und dann raus. Wir müssen halt leider weiter, sonst würde ich eh auf dich warten. Aber wir müssen uns ein bisschen abbeeilen, bevor die Bossmonster wiederkommen. Ich weiß, nur ich... habe mich da verlaufen, glaube ich. Es gibt nur immer eine... Ah, ich kann nur runter. Zwei Wege. Rudi, komm! Wuhu! Knochi! Ja, ich dachte aber, ich habe alle aufgebraucht gehabt, aber jetzt habe ich anscheinend wieder welche gesammelt auch. Alter. Ich chill einfach von da drüben, weil ich baller alles in den Rand. Oh, ich habe ein Schutzschild oder was auch immer das ist. Geht's hier, Alex, oder? Ja. Ich habe nur diese Attacke das erste Mal probiert. Oder was ist das für eine Attacke? Das war eben, ich habe das erste Mal gehabt und bin ich gehittet worden, weil ich wusste, dass das so ist. Alter, das war Lust. Ich hab mich schon. Geht schon, ich hab dich in einer Sekunde. Ich bin augenblicklich tot, gleich. Ich stirb, weil ist eh wurscht. Hab ich hier gerade. Warum meine mal? Warum aber bist du das gestorben? Ich hab u viel Leben verloren im Kalten jetzt und dann hat mich einer gehittet. Ja, aber du brauchst doch nur ins Portal reingehen. Das verstehe ich auch nicht. Ich bin zu euch gelaufen wegen dem Gegner. Ja, aber Norbert, du gehst ja, ins Portal. Du gehst raus und ins Portal rein. Zwei, drei, vier Sekunden. Da. Ach so. Aber der Bogen hält überhaupt nichts aus. Krasser Shit. Ja, man merkt schon, zu dritt ist er halt nochmal härter. Das heißt, da ist gleich das Portal, wo? Okay. Du siehst es doch auf der Karte, Norbert.
Aber ich sag dir ehrlich, für alles für nächstes Mal brauche ich wieder eine andere Waffe. Mach so wenig Schaden auf den Havara. Was hast du für eins? Die Donner. Aber wir sehen, der ist resistent gegen Donner. Mhm. Oh, ich kann halt dran gelästern. Ich muss aufpassen. Ich glaube, jetzt wo Marvin ist. Oh, hallo! Wenn er das macht, nicht unter ihm gehen. Ja. Dann bist du gleich weg. Und das will ich gleich weg, also das ist ein harter Attack. Oder am besten, dass er nicht hinter Reifen steht, da wirst du am wenigsten verletzt. Und sobald er heult, einfach weglaufen. Bleib mir, Kino! Weg, weg, weg! Jetzt noch, aber du läufst gleich daran. Ich bin schon weg. Ja, weil er dich wegstupsen hat. Weg. Norbert, weg. Oh, schon alles. Jetzt schon, geht schon. Oder auch nicht. Aber hast du irgendwie absichtlich das gemacht, ne? Er ist jetzt nur auf Mutter gegangen, ne, mit Schwanz. Zu Recht, aber. Ich komme mit dieser Attacke nicht klar, mit dieser R2 nicht so stark, aber. Jedes Mal, wenn ich die einsetze, dann macht er irgendeine Attacke und ich kann ihm ausweichen. Und dafür dauern die Befehle irgendwie zu lang. Der hat auch die Heldreiche nicht, oder? Ich bleib stecken, Alter. Der Mutter, er will. Oh! Den hast du jetzt wohl noch nicht gesehen, Norbert, oder? Nein. Das ist auch der Endboss. Gut, Norbert. Norbert, das ist deine Aufgabe. Okay. Ich komme noch ein bisschen drauf. Jetzt da. Ja, danke. So. Oh, der hat ein goldenes Ei getroppt. Ist das dein Ernst? Der hat kein goldenes Ei getroppt. So. Jetzt gehe ich mal meine Waffen reparieren, weil das sind beide schon richtig Meier. Und dann würde ich sagen, holen wir noch den Jöton, oder? Jo. Eru Zugredo? Woher kriegt man Obsidian? Aus der Wüste. Okay. Scherbe von Jarnaska-Brosche, okay. Ah, aber jetzt brauchst du eh nichts mehr craften. Ah, okay. Das ist doch. Nämlich gleich ab. Genau, wir machen jetzt noch den Jöton fürs Goldhorn. Und dann hauen wir ab. Ah, okay, wir tun quasi nicht die ganzen Tage schauen, dass wir überleben. Welche Tage? Es gibt ja nur 15 und es gibt ja nur den endlosen Winter. Was bringt uns das? Stimmt. Das andere ist Überlebensmodus, das wäre ein ganz anderer Modus. Ach so, okay. Den Endboss nicht.
weit. Alter? Was für Char, Alter? Oh, Alter. Was für ein Char, Alter? Ja, ciao, Mann. Warum geht's ja alle weg von ihm, Alter? Stellt euch runter, ich kämpft wie Männer. Kämpft wie Männer, Alter. Ich kämpfe die ganze Zeit wie ein Mann, weil ich trage keine Rüstung. Ja, ich auch. Schau, schau, warum rennst du weg? Kämpf gegen ihn, Alter. Okay. Aber habe ich jetzt ganz viele Stimmen von Rüstung? Tja, ich bin stimmt im drin. Alter. Ihr seid solche Flaschen, ihr beide. Ist ein Unbesiegbarkeitstank so ausgelaufen, jetzt ist er nicht mehr so gut, Schatz. Alter? Ich wusste nicht, dass er nicht so cool sein wird. Warum gehst du nicht weg von ihm, wenn er das macht? Du stimmst ja zum vierten Mal hintereinander gleich eine Attacke. Ich bleibe hier bis zum letzten Atemzug. Okay, bleiben. Bleibst halt dann liegen. Ich weiß, ich glaube, ich mach das nicht. Ich zieh das durch. Wieder mal. Wenn ich euch nicht hol. Ist zum Umfallen. Okay, wir müssen noch einmal ins Dorf zurück. Und kurz verteidigen. Aber ich geh gleich zu Bifrost, oder? Ich will noch die Sachen verkaufen. Ich brauche die auch noch. Könntest du noch schnell verteidigen, netterweise, bitte? Na, Alter, jetzt muss ich für seinen Erfolg jetzt was machen, Alter. Ja, wir machen eure Erfolge dann auch alle, du Spaster. Da hab ich gar keinen Bock jetzt drauf, Alter. Ich verhelfe euch so gut, dann. Ich finde, es sollte auch so einen Button geben, dass man, wenn man was... Alter, geh auf. Wenn man was? Wenn man drüber läuft, dass man das automatisch einsammelt. Oder weißt du, was wir machen könnten, Alex? Wir könnten euch versuchen, den Hunter-Schall zu schalten. Wir versuchen das jetzt. Was versuchen wir? Eine Klasseflasche schalten für euch. Okay. Nur denke ich, das hat keiner mehr. Was ist keiner? Denke. Na da und. Ist alles verkauft schon gewesen. Ja. So einer ist er. Also ich muss mich da um alles kümmern im Dorf, um die Verteidigung. Meine Arbeit macht das alles heute. Also das ist eh ohne Rolle. Mobst du ihn vielleicht nicht, wenn er Schwierigkeiten hat? So, hier haben wir, glaube ich, alles. Ihr habt doch keine Schwierigkeiten. Aber auch im Umkehrschluss bitte, dass ihr ausschließlich den Wegen folgt. Na klar.
wir dann halt nicht. So, was müssen wir jetzt machen, quasi? Alle Schweine freischalten. Okay. Das heißt, ihr müsst jetzt da einfach nur den Wegen folgen, eigentlich. Ja, jeden Weg, der... Tun. Was? Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, du eh, aber dann arbeitet nicht. Wir sind gleich so in Arbeit gerade. Gut, dann gehe ich dort weiter, wo ich eh schon ganze Zeit weitergehen wollte. Ist so dein Weg? Der unerkundet ist? Ja. Da gibt's nämlich einen rechts. Bei der Brücke rauf. Meiner Meinung nach. Ah ja, passt. Da gibt's vielleicht eh auch noch was. So, links ist alles durch. Da bei mir gibt's noch ein paar, die sehe ich noch. Aber da ist auch noch einer da. Ah nein, das bist du. Okay, bei dir. Den links machst du jetzt, oder was? Ich versuche da gerade hinzukommen, aber von dort ist es ein bisschen schwierig. Warte. Genau, ich bin da unten. Ich dachte du, aber ich dachte du siehst das, wo welche noch nein, sind. Nein, ich habe ja den Jäger nicht genommen. Achso, also, welchen hast du jetzt genommen? Den Seher, wo ich halt das Tier schon okay, frühzeitig in den Garten. Alles ist nicht schnell, du brauchst einfach nur den Leben holen, dann hast du eben gesagt alle. Nee. Okay. Ich verstehe. Ich habe übrigens den Teddybär gekauft. Hab ich gesehen. Norbert, den Weg rauf, folgst du jetzt, oder? Ja, eh. Entschuldigung, dass wir da Gegner am Weg rennen, über den Weg rennen. Ignorier die einfach. Wenn wir nicht genau vor mir stehen. Einfach weiterlaufen. Oh, Alter, ich muss nochmal so eine Höhle machen. Ja, da ist ein Teleporter. Da ist auch noch einer. Stork, da ist auch noch einer. Wie viele gibt es da insgesamt? Das weiß ich nicht, die Zahl. Ah, okay. Alex, bist du noch auf dem Weg, den du noch nicht erkundet hast? Ich mach gerade einen Teleporter. Okay. Weil wir müssen die Höhle dann noch machen bei mir. Aber ich dachte, ich darf es aufteilen, aber ist wurscht. Okay, bei mir ist jetzt kein Weg. Ich mein, na, da geht's nicht mehr weiter. Wahrscheinlich im Eis. Wenn kein Weg ist, dann gibt's auch keinen Teleporter. Alex? Teleporter sind immer nur bei Wegen. Da gibt's die Höhle bei mir. Machst du die Höhle? Die über dir? Über dem ja. Punkt? Weil ich folge den Weg weiter. Vielleicht gibt's da noch einen Teleporter da hinten nämlich. Warte, ich komm mit dir mit, Alex. Okay. Ja, jetzt habe ich den depperten Dings gefunden, Alter. Wo ist die ganzen... Der Hexe, den ich brauchte jetzt von Anfang an. Den Geschissenen. Was meinst du, wie man die Seelen sammelt? Die sammelst du, wenn du Leute killst, wenn du einsammelst. Das Spiel muss auch als PvP-Spiel witzig sein, kann ich mir vorstellen. Ach so, das meinst du, sorry, das habe ich überlesen. Nein. Wir machen das weiter heute. Schätze ich einmal, oder, Leute? Also ich wäre schon dafür, außer ihr wollt was anderes. Bin dabei. Oh, da war ein Headbutt, aber... Nein, heute kein WZ. Alter, ich hab doch gesagt, warte auf mich, jetzt finde ich wieder nicht dorthin. Du brauchst nur in die Höhle rein, Norbert. Ich bin in der Höhle drin. Und in der Höhle gibt's nur einen einzigen Weg, der gut ist. Also, es gibt nur einen richtigen Weg. Der ist in dem Fall anscheinend nach oben.
ja. Du rennst mal Gegner vorbei. Oder? Und dann sagt er. Nein, ich sag jetzt. Ich sag jetzt nichts. Aber wir haben die Kämpfe und dann rennen wir Gegner vorbei. Ich gehe dann das Dorf verteidigen. Auch keine Hilfe. Oh, ja. Scheinbar braucht der Alex Hilfe. Bin schon am Weg. Du da bist, der ist schon wieder da. Okay. Warte kurz einmal, bleiben wir stehen. Ich möchte was schauen. Heilst du auch? Ja. Ja, ja. Passt. So. So. Haben wir jetzt alle eigentlich? Teleporter? Nein. Habt ihr die Trophäe? Ich sehe doch noch einen Teleporter über euch. Oh ja. Bist du noch drinnen unten? Achso, jetzt bist du da. Alles, ich sehe doch einen Teleporter über euch. Was soll denn? Wo siehst du denn? Ah, da. Über. Genau. Und dann weiß ich immer noch nicht, ob wir alle haben, weil es fehlt noch der Hexer am Wasser. Also irgendwo gibt es noch einen Teleporter am Wasser dann. Oder bist du, ist mir kalt hier? Weil Winter ist. Weil es immer kälter wird. Nein, ich bin da. Oh, da. Ich gehe gleich drauf. Das ist die Unterstützung von Alex. Wie bist du jetzt gestochen, Alex? Ein Riese. Und dann war so einer, der mich nicht vereist. Gelähmt. Er hat mich gelähmt. Und Norbert hat mich im Stich lassen. Also kannst du dich weitergehen, wenn du willst. Ich mach das schon. Bin auch tot. Ne, jetzt brauchst du nur zum Riesen gehen. So einen Riesen habe ich vorher gefällt, wo ich gemeint habe, 10 Euro. Ich habe die ganze Zeit angefällt, aber. Wenn er mich da betäubt hat, habe ich ihn nicht mehr schlanken. Okay, ich sehe schon, ich werde da keine 100 Tage überleben, Alter. Du wirst doch sicher noch immer die Anfangsrüstung. Was? Mir fehlen die Ressourcen für eine bessere. Ja, aber dann sammelst du nicht richtig. Genau. Sofiro, Nekinog. Weil theoretisch, wenn du. Ich habe jetzt gesammelt, so dass eigentlich du, ich und sogar fast Alex eine Waffe daraus bauen haben können. Oder beziehungsweise Alex hat ja auch mitgesammelt. Aber du, auch Rüstung und so weiter hat Alex alles bauen können, zum Beispiel. Ich renne jetzt einfach durch und versuche den Schaden. Ja, ja. Dann fehlt noch einer. Ich gehe davon aus, dass noch irgendwo einer am Wasser fehlt. Am Wasser? Weil es gibt nur eins noch einen Wasserhexer. Okay, das heißt, ein Portal am Wasser fehlt. Ah, warte mal, ich sehe da einen Weg noch. Einen Weg noch? Ich sehe da noch einen Weg, eine Brücke. Die Brücke ist wo? Achso, du meinst die dort oben bei dem Schumpfgebiet? Unterhalb vom Eis. Unterhalb vom Eis? Sehe ich nichts. Ich weiß schon, wo er meint, aber Norbert, das ist aufgedeckt, da sieht man, dass dort kein Portal ist. Aber dass da vielleicht weitergeht, oder? Achso, nein, das geht. Okay, das geht nicht weiter. Übrigens, Alex, hier macht man dann auch SD, diese für den Berserker zum Beispiel schon freischalten. Oder der hat mich schon wieder gelähmt. Wo war ich jetzt? So, ich geh da mal schauen, ob ich da noch den Wasser-Dings-Teleporter finde. Während du damit beschäftigt bist, den einen einzigen Teleporter freischalten. Das war's.
Aber hast du noch nichts abzuhalten, nicht freischalten, oder? Nein. Okay. Dann fehlt wahrscheinlich noch das eine Wasser. Ansonsten, wenn wir das jetzt nicht finden, dann tun wir es halt im schlimmsten Fall einfach das nächste Mal, dann nehme ich wirklich den Jäger. Nein, Leute, ich überlebe das nicht. Ich auch nicht. Links, also ganz, ganz oben würde man anfangen, weil da ist am wenigsten aufgedeckt. Dann geht das hin, Alex. Oder rechts unten, da ist auch noch ein bisschen was nicht aufgedeckt. Bei der Wüste ist auch noch nicht alles aufgedeckt. Das ist so ein Huren. Ich hoffe, seine Mutter verreckt. Young? Ja. Weißt du, ich baue mich da mühsam hoch. Und weißt du, was er macht? Das Arschloch? Er schießt meine Brücke kaputt, die ich gebaut habe. Ah, das geht auch? Ja, ja. Diese Konstrukte können sie zerstören. Aha. Oh, das war Schwert kaputt. Gut, also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, da ist noch ein Teleporter im Wasser. Dann hin. Und Hexer, ja. Dann hin. Aber und dann kommt der Müsli zusammen. Mein Schwert ist kaputt, aber ich bemühe mich. Du musst nur hinlaufen, Alex. Ja, aber es ist unten, ich muss oben springen, ich sag's klar. Nein, du kannst ja von der Klippe runterspringen. Ja, muss ich oben springen, sag ich ja. Meine Tote ist nicht deine Schuld. Nee, wurscht. Habt ihr's? Aber es fällt, nein. Ich auch nicht, weil jetzt kann ich mal weg. Auch nicht wieder da? Mann. Da haben wir. Komm doch nicht mal weg, ich bin hier. Ich bin im Arsch. Weißt du, was vielleicht das Problem ist? Irgendwo ist noch nicht ordentlich erkundet. Zeige. Es sei denn, der Wüste ist noch nicht. Ja, oben. Was? Dann macht es noch was. Also, ich sag's. Ich bin nicht dort. Wir haben noch Zeit, beziehungsweise wir haben eigentlich nicht Zeit, wir haben es eh schon geschafft. Da früher wenigstens nicht. Ja, das ist halt angenehm, ich habe mich immer gefreut, weil ich habe das am Anfang schon auch mit dem Winter auf die Nerven gegangen. Ich habe keine Tränke, ich kann keine Tränke mehr herstellen, nämlich. bei dir ist die Rüstung, Norbert. Wie gesagt, mir ist nirgends kalt. Vor allem, du kannst wissen, warum du keine Tränke mehr herstellen kannst, Norbert. Weil ich keine Ressourcen mehr habe. Weil er alles verkauft hat. Ja. Ich habe alles verkauft, ich dachte, wir gehen gleich weg. Sonntag bin ich jetzt dann. Okay, da gibt's auch keinen. Alex geht da runter. Dann gehe ich da in die Wüste nochmal schauen. Dem geht Blutmond, gell? Schaffst du, oder? Und Blutmond schaffe ich leider nicht allein, Buddy. Nachdem du die Tränke verkauft hast, kannst du das allein schaffen, ne? Na, no, Alter. Da liegt doch eine Kiste, ich glaube, das ist Alex seine. Oder meine. Oder Norbert's. Ja, okay, das könnte Norbert's Kiste sein. Beim Teleporter direkt, gell? In der Nähe, ja. Die habe ich nicht mehr nehmen können, weil der so nah am Teleporter war. Nein, das ist nicht deine. Das ist eine nah, aber nicht so nah. Okay, bei mir ist jetzt alles erkundet, da ist nichts. Aber ich werde sterben, weil da zu viele Gegner zu uns sind. So, mit dem Einsatz meines Lebens gehe ich da jetzt durch. Erst das gibt's hier nicht, aber dass wir diesen einen Teleporter nicht finden. Dann an. Du hast gesagt, das ist Nummer 1 und da habe ich schon 10 gefunden. So redest du nicht über meine Mutter, ist das klar? Ich glaube, ich weiß noch, wo eine sein könnte. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Genau, wo ich jetzt hinlaufe in die Richtung, ist noch Wasser, da schimmert was, aber ich weiß nicht, ob es. Mit dem Hirn schimmert es auch. Okay. Ich rede nicht mehr mit ihm.
Was? Er ist der Erfahrene hier, sagt du schon 10 Orte, aber schafft haben wir es noch immer nicht, oder? Ich will nicht verkaufen uns alles, dass wir nur krepieren. Genau, und dann lacht er drüber, wo überall die Kisten sind, der nur im Dorf hat. Ja. So, ich will euch nur sagen, den Fengel habt ihr nur mit meiner Gotteskraft geschafft. Renn nur mehr mit Anfangswaffen herum, weil ich meine gar nicht mehr verbessern kann, also reparieren kann. Das hat mit dem, was ich verkauft habe, nichts zu tun, Stocki. Oh ja. Nein. Was, sonst hätte ich mir ja was verkaufen können, dass ich mal wieder Seelen habe. Du kannst immer noch looten und dann verkaufen. Oder du machst halt eine Quest. Schau so aus, als würde ich das jetzt machen. Kannst mir einfach was überlassen. Schau ich so aus, als würde ich dir, Stocki, da... So, Alex, wenn du kommst, Dorf verteidigen, bitte. Danach haben wir noch einmal Zeit ohne Stress. Stirb allein im Dorf, Alter. Denn dann kriegst du halt keine Goldhörner. Ich habe eh genug, ist das wurscht? Ich hab genug Goldhörner auf Reserve. Norbert, du gehst links hoch. Ey, komm, dann muss er zum Teleporter. Da ist kein Teleporter, glaube ich. Ja, wir sollen dann zukommen. Wieder da. Habe ich ja vorhin schon benutzt. Du kannst mir nicht jedes Mal sagen, ich soll R3 benutzen, weil ich dann nicht mehr rauskomme. Ja, dass sie reinkommen, weil wenn ich rausgehe, dann sterbe ich. Wegen der Kälte. Das kannst du aber nicht reinlassen. Oder dann halt sie am Tor auf. Ja, das meine ich. Das mache ich die ganze Zeit. Ja, aber das kommt bei dir immer wieder welche vorbei. Chill, das kriegen wir schon hin. Chill. Weißt du, ich verteidige da zwei Türen alleine und das sagt so mit Chill, oder? Das haben wir die nächsten. Chilla Grilla. Verteidigt das schon. Alex, aber wenn du wirklich deine Waffe repariert brauchst, ich kann dir das reparieren, gell? Jetzt brauch ich's nicht mehr. Ich spiele wieder Samariter. Oh, nein, 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 nein. Jetzt gibt's eh, glaube ich, nur einen Ort, wo es auf der Karte noch ein Portal geben kann. Das ist rechts oben. Die Post habe ich erledigt. Schau gleich mal, ob der Kante da war. Wo Schneegebiet ist. Da musst du dann her. Da bist du schon überlegt. Ja, ich geh hin. Du schaffst es ja alle nicht, oder Alex? Ja. Die Post sind schon alle weg. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, das Schneegebiet, aber ich habe mir gedacht, na, da ist kein Weg. Aber vielleicht ist da noch Wasser. Letzte Dings. Boah, mir ist so kalt. Haut halt dann einen Frank rein. Achso, nein, der ist auf. Geht ja nicht mehr. Du meinst, brauch ich nicht mehr. Oder ihr habt es schon freigeschalten, dass das nicht geht. Ah, das sieht man ja, dass so viele die ganzen Erfolge auftauchen. Das wird über ganzen Bildschirm auf. So, schauen wir mal, ob ich mal die Waffen noch reparieren kann. Aber dann weiß ich es wirklich nicht, wo das sein kann. Ich habe noch eine Idee, aber da muss ich schauen. Wo? Unten beim Schneegebiet. Da ist auch noch eine riesige Wasserfläche.
Weil im Schneegebiet unten habe ich nur einen Teleport erkundet. Zwei. Und oben im Grünen ist auch noch etwas unentdeckt. Bei der Wüste und im Grünen dort und oben meinst du, gell? Ja. Na dann, rein in die Olga. Bin du gepanisiert? Sehr, sehr. Ich war ein bisschen falsch. Ich habe Teleporter. Okay. Ich habe ihn halt uns aktiviert, weil ich muss überleben erst einmal. Bin gespannt. Und? Ja. Ja. Was? Dann ab zum Bifrist. Oder wollt ihr noch den Jotun killen? Uns fehlt noch ein Eck oben, oder? Warum? Aber warum willst du es aufdecken, wenn wir es schon freigeschalten haben? Das stimmt. Er will nochmal erfrieren. Na dann weg mit uns. Ciao, Mido. Tschüss, Mido. Tschüss, Mido. Schau, wie lange die Nacht jetzt schon ist, Alex. Die nächste dann wäre. Gut gemacht, einfach ja. Das kann Schlangenzunge 3 machen. Na gut, dann danke fürs Zuschauen bei Tribes of Midgard.